Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort. Darüber berichtet ErzTV Kompakt am Montag. Ersatz geschaffen, neue Turnhalle für SOSA. Fahrzeuge gezeigt, neue Technik für Bergwacht. Und Saga geschrieben, neues Buch für Erzgebirge. Nun hat auch die Schule wieder begonnen. Herzlich willkommen im neuen Schuljahr 2019/20. Und Glück auf zu Ihrem Nachrichtenmagazin am Montag. In Schlettau wurde am vergangenen Wochenende nach einem vermissten Senior gesucht. Mit Erfolg. Der Senior hatte am Samstagmittag seine Wohnung verlassen. Weil er nicht zurückkehrte, verständigten Angehörige die Polizei. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befand, startete eine umfangreiche Suche, bei der sich auch Anwohner der Stadt beteiligt haben. Mit einem Polizeihubschrauber, einem Fährtensuchhund sowie Mantrailer durchkämmte die Polizei das Umfeld. Die Spur führte über die Elterleiner Straße hin zu einem Maisfeld und zu einer Weggabelung nach Hermannsdorf. Mit insgesamt 10 Rettungshunden und 26 Helfern beteiligte sich der Verband Sächsischer Rettungshunde an der Suche. Ein Team des Deutschen Roten Kreuzes Freital fand den Vermissten schließlich am frühen Sonntagmorgen an einem Waldrand nahe des Naturbades Schlettau. Offenbar war er einen Abhang hinab und in einen Bach gestürzt. Er war ansprechbar, aber unterkühlt sowie offenbar verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine neu entstandene Turnhalle wurde am vergangenen Freitag in Sosa eingeweiht. Namhaftester Gast an der Grundschule war dabei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus? Und fliegt ein Flieger vorbei? Mit dem Bau begonnen wurde im Frühjahr des vergangenen Jahres. Richtig fertig sein wird der Neubau erst nach den Herbstferien des neu begonnenen Schuljahres. Die neue Sporthalle hat knapp 3 Millionen Euro gekostet. Sachsens damaliger Sportminister Markus Ulbich hatte im März 2017 den ersten Sportfördermittelbescheid dieses Jahres an die Stadt Eibenstock übergeben. Mit der Übergabe des Bescheides in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro stand dem Ersatzneubau für eine stark sanierungsbedürftige alte Einfeldsporthalle nichts mehr im Wege. Die B174 ist ab Montag zwischen Heinzebank in Fahrtrichtung Marienberg vollgesperrt. Bis voraussichtlich zum 31. August erfolgen Straßenbaumaßnahmen. Der Knoten B174 S225 bleibt frei befahrbar. Die Baumaßnahme ist erforderlich, weil ein sogenannter Dünnschichtbelag als neue Verschleißschicht hergestellt wird. Dabei wird die alte Deckschicht um 1 Zentimeter abgetragen und mit einem Spezialgerät ein entsprechender Asphaltmörtel neu aufgezogen. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 270.000 Euro. Der Verkehr auf der B174 von Reitzenhain nach Chemnitz wird im Einbahnstraßenverkehr durch den Baustellenbereich geleitet. In dieser Woche ist die B180 in Niederwürschnitz im Bereich der Hausnummer 39 vollgesperrt, weil ein Abwasserhausanschluss verlegt wird. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Die Kindertageseinrichtung Hofgarten der Volkssolidarität in Schwarzenberg stellte die kompletten Sommerferien unter das Motto »Die Bienen«. Da freute es die Kinder natürlich immens, dass sie bei den Stadtwerken Schwarzenberg die fleißigen schwarz-gelb gestreiften Helferlein der Natur einmal live sehen konnten. Imker Kai Schulze aus Waltersdorf erklärte kindgerecht die Produktion des Honigs im Stock
und die verschiedenen Aufgaben, die eine Biene im Laufe ihres Lebens hat. Ein neuer Kinderbus steht der Kindertagesstätte Pöhlbergzwerge in Annaberg-Buchholz zur Verfügung. Im Juni wurde der als einer von 5 Wagen im Rahmen einer Benefizveranstaltung der Volksbank im Juni am Wasserschloss Klaffenbach übergeben. Das Mobil ist ein 6-sitziger, gummibereifter Ausfahrwagen für Kinderkrippenkinder. Er ist aus stabilem, faserverstärktem Kunststoff gefertigt und bietet mit Sitzgurten sowie feststellbaren Scheibenbremsen einen hohen Sicherheitsstandard. Der Wert des Wagens beträgt etwa 3.000 Euro. Die Spende gehörte zur Aktion 150 Jahre, 150 bewegende Taten der Volksbank anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Kreditinstitutes. Mit einem kleinen Programm bedanken sich jetzt Kinder und Mitarbeiter der Kindertagesstätte in Annaberg-Buchholz bei Geschäftsstellenleiterin Grit Eibisch und Enrico Haustein, Abteilungsleiter Erzgebirge der Volksbank Chemnitz, für die großzügige Spende. In Lugau bieten die Johanniter ab September eine Kindertrauergruppe an. Sie soll trauernden Kindern im Grundschulalter einen geschützten Raum bieten, um sich mit Betroffenen auszutauschen und Wege zu finden, mit der Trauer umzugehen. Zudem finden die Kinder in der Trauergruppe erwachsene Begleitpersonen, denen sie sich anvertrauen können und die sie so annehmen, wie sie sind. In Johanngeorgenstadt hat am Sonntagnachmittag die Bergwacht auf sich aufmerksam gemacht. Die Bergretter aus Johanngeorgenstadt, Rittersgrün und Karlsfeld präsentierten ihre Technik auf dem Platz des Bergmannes. Im Mittelpunkt rückten sie ihre neu angeschafften Fahrzeuge. Die Bergretter nutzten leistungsstarke und speziell ausgerüstete Motorschlitten, multifunktionale Quads für den Einsatz im unwegsamen Gelände. VW Amarok als vielseitige Bergrettungsfahrzeuge mit Patientenbeförderungsmöglichkeit sowie neue VW T6 als Mannschaftstransportwagen. Alle diese Fahrzeuge konnten am Sonntag von den Gästen begutachtet werden. 2 Quads brachen auch mit Besuchern zu kleinen Rundfahrten auf. Eine Drohne wurde vorgeführt. Die Indienststellung der neuen Fahrzeuge wollten die 3 Bergwachten nutzen, um auch denen zu danken, die an der Finanzierung sowie dem Umbau beteiligt waren. Jetzt ein Aufruf an junge Männer. Der Theaterjugendclub des Eduard-von-Winterstein-Theaters sucht noch männliche Mitstreiter aus der Region im Alter von 15 bis 20 Jahren für seine neue Inszenierung. Im Herbst kommt die neueste Inszenierung des Theaterjugendclubs Dope, letzte Chance Hoffnung, auf die Studiobühne des Annaberger Theaters. Unter der Leitung von Schauspieler und Regisseur Nenad Sanic zeigen die jugendlichen Spieler in diesem Stück sehr realistisch, welche Folgen der Konsum von Drogen haben kann. Die Proben zum Stück finden einmal pro Woche statt, die Endproben fallen in die Herbstferien. Castings finden am Dienstag, dem 20. August und am Mittwoch, dem 28. August, jeweils ab 17 Uhr auf der Probebühne in der Willistraße 8 bis 10 bei Elektrobau Annaberg, linker Eingang, in Annaberg-Buchholz statt. Für Rückfragen steht das Intendanzbüro unter der Rufnummer 03733 1407180 oder per E-Mail an intendanzbüro@wintersteintheater.de zur Verfügung. Zum Sport. Da war für die Zweitliga-Handballer des EHV Aue die erste Pokalrunde auch die letzte. Denn aus dem Viererturnier in der Lößnitzer Erzgebirgshalle gingen die Eulen Ludwigshafen als Sieger hervor. Die Gastgeber hatten am Sonntag gegen den Erstligisten mit 26:31 verloren. Tags zuvor hatte sich der EHV durch einen 27:25 Sieg gegen die HSG Konstanz den Einzug ins Finale des Turniers gesichert. Auch für die Fußballer des FC Erzgebirge Aue gibt es Neues in Sachen Pokal. Nach der 1:3 Niederlage in Bielefeld bescherte auch die Auslosung für die zweite Pokalrunde den Veilchen kein Traumlos. Ein machbarer, unterklassiger Gegner oder eine namhafte Mannschaft im eigenen Stadion? Fehlanzeige. Der FCE muss beim Erstligisten Fortuna Düsseldorf auflaufen. Gespielt wird Ende Oktober.
Für die Schönheider Wölfe beginnt die neue Saison 2019-2020 mit dem Heimspiel am 22. September gegen den EV Pegnitz. Da bereits feststeht, wie viele Mannschaften teilnehmen und entsprechend auch die Anzahl der Heimspiele bekannt ist, können Dauerkarten ab sofort per E-Mail an info@schönheider-wölfe.de vorbestellt werden. Die Eintrittspreise bleiben identisch zur letzten Saison. Rund 480.000 junge Sachsen haben heute Morgen hoffentlich den Wecker nicht überhört. Nach 6 Wochen Ferien hat die Schulzeit wieder begonnen. Das schließt natürlich ein, dass hoffentlich auch die Lehrer aus den Federn gekommen sind. Denn die sind natürlich noch immer das Zünglein an der Waage. Es gibt einfach nicht genug in Sachsen davon. 180 Stellen sind noch frei, insbesondere in Ostsachsen und im Raum Chemnitz. Und es gibt einen geänderten Stundenplan. Mehr Gemeinschafts- und Rechtskunde, dafür wird bei Biologie und Sport gekürzt. In Dresden wird dazu noch eine neue Schulform getestet, die Universitätsschule. Die ist mit 200 Schülern in ihr erstes Schuljahr mit den Klassenstufen 1 bis 3 und 5 gestartet. Bis zu 800 Schüler sollen hier später von Klasse 1 bis Klasse 10 jahrgangsübergreifend lernen können, inklusiv digital unterstützt und mit alternativen Lehr- und Lernformen. Im Sachunterricht, früher hieß das mal Heimatkunde, wird sicherlich zumindest rund um Lößnitz das Kuttengebiet behandelt werden. Das führt uns gleich zum nächsten Beitrag. Hier ist ein Verein sehr rührselig und kümmert sich um den Erhalt der alten Kuttenzeche mit ihren Anlagen. Feiern können sie aber auch. Ein Bergfest zum Beispiel. Die Interessengemeinschaft Historischer Erzbergbau Lößnitz ist seit bald 3 Jahrzehnten dabei, das alte Gelände der Kuttenzeche im Stil des 19. Jahrhunderts weitgehend zu erhalten. Zu neuem Leben erweckt hat der rührige Verein die historische Stätte längst. Im August wurde das beim diesjährigen Bergfest ein weiteres Mal offensichtlich. Neuerdings plant der Verein, sich eine feste Unterkunft zu schaffen, denn die wird benötigt. Entstehen soll sie in Form des historischen Zechenhauses. Das steht momentan nur als Modell im Kuttengrund. Dem Bergbauexperten und Buchautor Jens Hahn gab es außerdem die Idee zu einem neuen Buch. Dieses Haus wurde ja bekanntermaßen 1838-39 erbaut und in seiner ganzen Bestandszeit von 2 Familien bewohnt. Und über diese 2 Familien gibt es also jetzt eine Familiensaga. Und der erste Teil unter dem Titel Wächter des Berges wird also demnächst auf dem Buchmarkt erscheinen und spiegelt die ganze Regionalgeschichte des ehemaligen Landkreises Aue-Schwarzenberg wider, was sich in dieser Zeit von 1812, von den napoleonischen Zeiten bis in die Revolutionszeit 1848-49 abgespielt hat. Wird also auch hauptsächlich die Geschichte der Familie Gläser beleuchtet, die hier drinnen bis Ende 1858-59 gewohnt hat. Und im Teil 2, der schätzungsweise nächstes oder übernächstes Jahr kommen wird, wird dann endlich mal die Geschichte des sagenumwobenen Kuttendorf näher beleuchtet werden. Einen weiteren Vorgeschmack auf den Erzgebirgsroman gibt der Autor am kommenden Donnerstag in Lößnitz. Dann wird Jens Hahn 17 Uhr im Bürgerhaus am Markt aus seiner Familiensaga lesen und Hintergrundinformationen geben. Auf die Schnelle noch 2 Freizeittipps. Am kommenden Sonnabend gastiert das Enfant Terrible der Comedy-Szene im Naturtheater Bad Elster. Um 20 Uhr starten dann eine Reihe von Stresssituationen von und mit Kultstar Kurt Krömer. Kurt Krömer ist ein schrulliger, gnadenloser Kabarettist mit eigenwilligem Modebewusstsein und Berliner Schnauze. Ein Punk im Körper eines Sparkassenangestellten. Die Mitglieder des Vereins Sächsische Eisenbahnfreunde laden am 24. August zur Mitfahrt in ihrem Museumszug in die westböhmische Metropole Pilsen ein. Eine moderne Diesellok bringt den Zug von Schwarzenberg über Aue, Hartenstein, Zwickau, Neumark, Reichenbach, Plauen und Adorf zunächst nach Tschepp. Ab hier übernimmt die Dampflok 475-111 die Beförderung des Zuges bis zum Zielbahnhof.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter vse-eisenbahnmuseum-schwarzenberg.de. Und zum guten Schluss noch ein ganz persönlicher Freizeittipp. Am kommenden Freitag und Samstag können Sie wieder Musical-Highlights erleben. Nicht irgendwo, sondern auf einer wunderschönen Naturbühne. Die hat nicht nur Schwarzenberg, sondern auch im Oelsnitzer Ortsteil Neuwürschnitz ist sowas zu finden. Etwas kleiner und gemütlicher, aber nicht weniger glanzvoll. Der Neuwürschnitzer Karnevalsverein zeigt dort jeweils ab 20 Uhr die Show von Griechenland nach New York mit der Musik von ABBA und Udo Jürgens. Ein paar Karten sind noch da, die können Sie bestellen unter 01520 39 59 99 7 oder Sie kommen tagsüber an der Waldbühne vorbei, die grenzt unmittelbar ans Waldbadgelände an, dort bekommen Sie die auch. Mit etwas Glück können Sie aber auch jeweils zwei Karten gewinnen. Dazu müssen Sie in dieser Woche mal auf unsere Facebook-Seite schauen. 3x2 Karten verlosen wir dort. Das war's aber jetzt von uns. Mehr Nachrichten auf erztv.de und auf dieser Facebook-Seite. Wir sehen uns dann Dienstagabend zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, Glück auf! Landtagswahl Sachsen 2019. Sehen Sie nun eine Wahlwerbesendung. ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich. So geht's nicht weiter. Aber wir können eine ganze Menge bewegen. Es geht um die Zukunft von Sachsen und von uns allen. Zuhören, verstehen und umsetzen. Ich möchte, dass wir den ländlichen Raum stärken. Wir werden mehr investieren in Infrastruktur und in Forschung und Entwicklung. Lasst uns hier gemeinsam was machen. Damit wir auch in Zukunft vorn dabei sind. Kinder sind einfach großartig. Für unsere Kinder arbeiten wir. Das ist alle Mühe wert. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. Ich möchte, dass Sachsen zu einem der sichersten Länder wird. Beim Thema Sicherheit machen wir keine Kompromisse. Ich arbeite dafür, dass Vernunft und Anstand gilt. Und dafür brauche ich Ihre Stimme. Landtagswahl Sachsen 2019. Sie sahen eine Wahlwerbesendung. ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich.